Welcome to Switzerland, Bernie. Ciao, hoi. Kommst du gerade von Los Angeles? Nein, ich gehe jetzt dann wieder. Wann gehst du? Am Sonntag, also in 2 Tagen fliege ich. Herzlich willkommen in Pomity Drive. Ja, das ist die weltbekannte Bernie, ja. Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. So ist das. Und wir haben heute am ersten Frühlingstag von Zürich hast du uns wunderbares Wetter mitgebracht von Los Angeles. Ja. Es regnet, es ist kalt, es ist windig, es ist grauenhaft, aber du bist unser Sonnenschein. Ja? Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir machen mit dir eine kleine Fahrt durch das schöne Zürich. Wunderschön. Und zwar mit der Limousine von Limolux. Yes, hoffe, es gefällt dir ein bisschen. Schau, da kannst du im Fall noch Wärme machen, wenn du willst. Es ist völlig okay. Also. Du, aber Bernie, jetzt mal eine grundsätzliche Frage. Ich war gerade vorhin auf Wikipedia. Mhm. Heißt du jetzt Bernie oder Wawawum? Ich heiße wieder Bernie. Wieso heißt du eigentlich Wawawum? Wieso hast du dich Wawawum genannt? Ja, weil ich damals in den Staaten bin und das Ö hat man damals irgendwie noch nicht so. Aha, aber du hättest ja können sagen Borner. Borner, ja. Oder Born. Ist nicht ganz so sexy, bin ich. Nein, und dort haben wir halt einfach einen Ausdruck gesucht, den man kann brauchen wie für eine Band. Wawawum. Aber das steht, das ist immer noch, also offiziell steht das immer noch als etwas dein offizieller Künstlername. Ja, da muss ich mal dem, Redakteur von Wikipedia anrufen. Es ist ja so, meine Damen und Herren, Pomity Drive hat heute einen Gast, der 2006 am Music Star mitgemacht hat. 2007 ist das gewesen. Genau. Und du bist aber, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel rausgefallen, oder? Also ich bin in der zweitletzten Sendung rausgefallen. Und dann hast du aber gleich einen Vertrag bekommen, einen Plattenvertrag. Ja, ich habe dann damals noch gesagt, einen Schallplattenvertrag. Ja, Schallplatten hat es auch schon nicht mehr gegeben, aber CDs hat es noch gegeben. Und ich habe aber relativ schnell gewusst, dass ich einen Plattenvertrag wieder habe und darum ist es nachher. Aber weißt du, was eben ein bisschen lustig ist? Weil parallel mit dir hat es ja auch den Baschi gegeben, der ja jetzt ein etablierter Schweizer Rockmusiker ist. Und dann noch, glaube ich, Kollegen von dir, die Louvez, Fabienne Louvez. Genau, sie ist mit mir in der Staffel gewesen. Sie ist mit dir in der Staffel gewesen. Genau. Und sie ist jetzt eigentlich recht eine erfolgreiche Musical-Künstlerin geworden. Ja, genau. Voll. Aber wieso ist es eigentlich bei dir am Anfang in der Schweiz so richtig abgegangen? Also ich habe am Anfang wirklich sehr positive Medienpräsenz geniessen und dann haben wir irgendwie das nicht angebracht, dass wir das weiterziehen können. Wieso nicht? Hat dir der Hit gefehlt? Ja, vielleicht war es der Hit und vielleicht war es auch ein bisschen Missmarketing, weil ich mich als Skatergirl kennengelernt und nachher bin ich als Also mit Avril Lavigne, gell? Damals, die ist dort auch gerade aufgekommen, ja. Genau, die ist jetzt auch wieder da, schön! Wo, in der Schweiz? Nein, sie ist ja wieder zurück mit mir. Aha, ja, genau, nach ihrer langen Krankheit. Genau. Jetzt haben wir aber auch mit dem ganzen Amerika-Zeug, mit Wawawum, haben wir irgendwie wieder cool verkriegt. Aber warte mal, du bist ja nachher auf Los Angeles und hast dort einen Produzent kennengelernt, den Sean Kingston, oder? Also Sean Kingston ist selber ein Künstler, der hat ja da Your Way to Be. Er ist ein Rapper, oder? Girl. Ja, hat einen Rapper-Singer. Hat einen Welthit gehabt, mehrere Erfolge auch in den Staaten und das hat mir natürlich nach der Tür aufgemacht. Wo hast du den kennengelernt? Wir haben ja dann immer in den Studios geschafft und dann lernt man den Manager kennen und so. Aber du hast ja mit ihm einen super Hit produziert, Super Sonic. Wie geht denn? Hast du immer den Takt im Kopf? Yeah. Der Refrain? This love has got me so high, like a tumbler ride, at the speed of sound. Not even gravity can pull us down. Und das Stück ist, glaube ich, in mehreren Radiostationen von Amerika gelaufen, oder? Auch, und auch hier in der Schweiz. Das war wirklich so wieder der erste Song, wo ich da wieder richtig Präsenz hatte. Und das war für mich ein mega Türöffner wieder. Aber gerade daran, du bist ja seit 12 Jahren bist du im Business, oder? Ja, so ist das. Und jetzt tönst du quasi als Sex wieder wie am Anfang. Also Bernie. Nein. Für die, die es nicht wissen, die Dame heisst übrigens Bernadette Höhn. Danke vielmals, haben wir das jetzt auch Bernadette! Haben gut, haben wir das geredet, gell? Genau. Eben, aber bernimusic.com, wenn ihr unbedingt mal vorbeigeht. Du kannst es da in die Kamera sagen. Bernimusic.com, wenn ihr unbedingt mal vorbeigeht. Da gibt es immer noch das Neueste, neue Musik und Bilder und Videos und alles mögliche. Stichwort Corporate Shows. Wie muss man sich das vorstellen? Das sind Firmen-Events, die Also zum Beispiel die UBS? Ja, die UBS. Die sagt, wir haben das nächste GV. Ja. Kommst du bei uns singen? Genau.
Dann kommst du mit allein oder mit der Band? Komme ich mit der Band und mache ein Showcase dort. Mhm. Ja. Und das ist gut bezahlt? Das ist gut bezahlt. Das ist ein normaler Künstlerjob. Genau. Aber hast du ein Management, das dich schaut, oder machst du das selber? In der Schweiz mache ich es selber. In der Schweiz? Dann habe ich je nachdem, wenn ich gerade Musik rausgebracht habe, habe ich schon ein Booking. Mhm. Weil da kenne ich einfach die Umgebung nicht. Aber hier in der Schweiz ist es wirklich überschaubar noch. Aber eben, du nennst dich im Moment nicht nur Singer-Songwriter, sondern du bist auch Produzentin, oder? Ich bin auch Produzentin. Ich mache viele Werbespot-Sachen. In Los Angeles oder da? Beides. Aber jetzt habe ich eben auch angefangen mit dem ganzen K-Pop-Zeug. Es gibt so Aufrufe von den Labels. Das habe ich eben auch gesehen. Für die, die nicht wissen, was K-Pop ist, das ist Korean Pop. Das ist eine riesige Industrie. Das sind einfach so Tausende von Boygroups, ja, oder? Wo so Backstreet Boys-mässig abtanzen. Ja. Und für die produzierst du? Ja, du kannst dann auch so Ausschreibungen von Labels und wir können dann auf die Ausschreibung produzieren. Und wenn es günstig ist, hast du nachher das Placement. Und dann verdienst du an diesen Leuten Geld. Jetzt gehst du wieder zurück auf Los Angeles. Was passiert denn dort? Ja, ich habe dort schon wieder x Sessions gebucht. Und dann, also Live-Auftritt? Nein, jetzt gehe ich wirklich für Songwriting-Session, nicht für Produzenten-Session. Aber sobald wir wieder releasen, dann mache ich wieder Shows. Jetzt darf ich ja wieder mit der Visa. Das heißt, du hast wieder eine Aufenthaltsbewilligung. Genau. Und wohnen tust du dort im Hotel oder wo? Nein, ich habe eine Wohnung dann in Atwaters. Atwater? Ja, das ist bei Griffin Park. Griffin Park. Aber fühlst du dich, wo fühlst du dich im Ölreich? In Zürich oder es ist beides. In Los Angeles? Es ist wirklich beides. Jetzt gerade bei dem Regen bin ich lieber da. Ja gut, es ist einen Monat lang schön gewesen. Jetzt haben wir wegen dir so ein wunderschönes Wetter mit Regen bekommen. So, okay. Aber du hast ja selber auch noch einen Job. Du bist ja, glaube ich, Informatikerin, oder? Ja, das habe ich mal gelernt. Ja. Aha, das machst du aber nicht mehr? Nein, nicht mehr in dem Ausmaß, wie man das damals gemacht hat. Aber man ist immer mal wieder ein bisschen... Aber das heisst, du kannst jetzt so, wie du aufgebaut bist, wie du positioniert bist, kannst du von deinem Job leben? Das kann ich. Wirst in der Schweiz bucht für Corporate Shows und in Amerika machst du verschiedene andere Sachen. Genau. Aber wie sieht es denn aus? Ich meine, du bist jetzt so 25, 26, oder? Ich weiss. Wir sind gerade beste Freunde geworden. Der Burner. Aber du, schau, wir sind gerade wieder zurück. Am Hechtplatz. Hey, ganz lieber herzlichen Dank, dass du da bist. Ganz gute Zeit in Los Angeles. Lass von dir hören. Bernie war das im Promethean Drive. Ich sage ciao miteinander. Bis bald.